Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Oben rechts der kleine Hinweis, das Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt, aber sonst sind leider keine Gelder geflossen. Wir sind immer noch in der vierten Liga und es sieht ziemlich gut aus. Wahrscheinlich werden wir aufsteigen, ich hab ein bisschen Angst davor. 15, wie viele Spiele haben wir denn? 22, also es ist noch ein bisschen hin. Müssen wir mal schauen, ob wir das wirklich schaffen. Jetzt Lok Leipzig ist schon ein bisschen stärkerer Gegner, als wir einer sind, quasi. Er soll ja zum RV werden. Der Ried ist ziemlich kaputt. Da kommt der Fette mal dafür rein und Fette geht dahin. Und Knobloch geht dahin. Dann haben wir da natürlich wieder keinen. Das ist das Problem. Wir können natürlich den Schaub auswechseln. Ich glaube, ich mache den Schaub auch raus und tue ihn dafür rein. Wer ist denn schon? Wimmers ist fast schon DM. Dann spielt er ja genau richtig. So, dann haben wir nämlich da den Passweg dann quasi zugestellt. Da haben wir IV, IV, IV. Das heißt, die müssen auch automatisch rangehen. Wie viel Verteidiger die haben. Aber das ist kein Libero. Das ist ganz gut. Verteidigung 38. Verteidigung 52. Ja, dann kann der Enger halt gar nichts. Aber der Schenzer hat dann größere Chancen, ein Tor zu schießen. Das probieren wir dann mal. Okay, dann gehen wir ins Spiel gegen Lok Leipzig. Das wird, glaube ich, nicht so leicht. Wir schauen mal, ob wir was reißen können. Gegen die Lokomotive als Leipzig. So, Althusser. So. Dribbeln ist wahrscheinlich nicht ganz so gut. Abziehen ist auch nicht ganz so gut. Der kommt aber nicht raus. Da könnten wir von hier mal ein Schüsschen probieren. 25, 39, 60. Oder wenn ich da hingehe, da verlieren wir wahrscheinlich den Ball, ne? Na, ich probiere es mal. Entschuldigung. Ich habe immer so Räusperprobleme, wenn ich hier bin. Da haben wir schon den Ball verloren. Schade. Stehen jetzt natürlich sehr gut. Das heißt, wenn wir irgendwie an den Ball kommen und ihn anspielen können, wäre das ideal. So, er läuft nach außen, der Knoll, und bleibt da stehen. Was hat der Kontrolle? 27. Warte mal. Mit ihm kann ich direkt dahin laufen. Der könnte auch einen guten Pass spielen. Das heißt, wir laufen mit ihm. Ich hoffe, er kann jetzt hier umsonst pressen. Nee, kann er nicht, weil er nicht richtig steht. Das ist ein bisschen schade. Wir probieren es. Ah, schade. Ärgerlich. Das wäre jetzt super, wenn das geklappt hätte. Wir stellen ihn nochmal dahin. Wir gucken mal, was so passiert. Ob wir nochmal in Ballbesitz kommen. Der gute Sohn läuft jetzt hier ganz auf Außen. Alles klar. Oh, der Ball kommt sogar an. Okay. Arau positioniert sich und er zieht ab. Das ist natürlich nicht gut. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir irgendwie relativ zügig nach vorne kommen. Da können wir nur einen gelupften Pass hinmachen. Scheiße. Der kann nichts, der kann... Was kann der Knobloch? In den Lauf oder was? Pass in den freien Raum. Aber von da wahrscheinlich nicht bis da vorne hin. Wir müssten den Ball also irgendwie zum Althusser kriegen. Ja, am besten sogar... Okay, bis dahin kann der überhaupt gar nicht passen. Tja, was machen wir denn da? Ah, zu ihm kann er normalen Pass. Vielleicht kann er dann irgendwie... Okay, da kann er... Ja, weil die zwei hintereinander stehen, kann er da nicht hier seinen Tunnel machen da. Das ist ein bisschen kacke. Was machen wir denn jetzt? Der Althusser kann ja auch leider nur seinen dummen Hackentrick. Und da kann er auch nur hinlupfen, der Ball kommt nicht mal an. Scheiße. Entschuldigung, hatte ich gerade einen kleinen Huster. So, Weber kommt nicht am Dings vorbei. Das ist natürlich sehr gut. Dribbling ist ein bisschen kacke. Eieieiei, Sven Hannawald ist da im Weg. Da kommen beide raus. Da kommt keiner raus. Aber er kann... Kann ich jetzt hier schon irgendwie...
Nee, warte, da gehe ich lieber noch. Ah, da kommt der. Scheiße, das habe ich zu spät gesehen. Scheiße. Scheiße, da habe ich zu schnell geklickt. Das war mein großer Fehler. Ja gut, da können wir eh nicht mehr viel machen jetzt. Ja, wenn wir jetzt am Zug wären, das wäre ideal. Wird jetzt gepresst. Und Angriff, jetzt hat er noch eine Aktion. Kann der irgendwas? Der kann, oh Gott, der kann das olympische Tor. Bloß kein Eckball provozieren. Passt auf den und damit Halbzeit 0-0. Naja, müssen wir mal schauen. Ob wir da in der zweiten Halbzeit irgendwie was besser zu Rande kommen. Die haben halt wieder diese Mega-Abwehr hier. So spielt doch niemand. Das ist schade, dass das so quasi unrealistisch ist. Weil niemand spielt hier mit 5 Leuten und dann noch ein Libero. Das ist halt Quatsch. Oh, kriegt er den Ball nicht? Schade. Oh, macht auch noch einen Foul. Nein, warum denn? Okay. Ja. Ein bisschen Strafraum gut zugestellt. Er zieht direkt ab, aber die Mauer blockt. Sehr gut. Leider zu ihm. Was macht er? Er zieht auch nochmal ab. Aber wird auch geblockt. Und er kann den Ball sogar halten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwas Tolles mit seiner Fähigkeit machen können. Pass in den freien Raum. Ach nee, das geht. Ah, es hat ja wieder nichts gemacht, weil da kein Gegner. Mann, ich bin so unaufmerksam. Wir ziehen einfach mal ab. Ah, schade, dann bleibt der Ball hängen. Also ich würde mittlerweile fast sagen, mit dem 0-0 könnten wir zufrieden sein. Wenn das so bleibt. Ettinger. Günther Ettinger am Ball. Läuft da auf außen. Alles klar. Jetzt hat er Kontrolle 14. Wir könnten natürlich mit dem Jotten probieren, hier eine Aktion noch rauszuholen mit einer Grätsche. Was wir nicht schaffen, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh Gott, das war aber knapp. Holla die Waldfee. Jetzt holt er wahrscheinlich wieder den Ball, dann steht er frei vom Torwart. Scheiße. Okay, nee, okay, die tauschen die Position. Okay, das ist gut. Jetzt passt er darüber. Der zieht ab, aber wir können es blocken. Sehr gut. Mal gucken, wenn wir mit ihm dahin laufen, dann kriegen wir aber wieder nicht genug Aktionen. Da können wir nur hoch passen. Das ist ein bisschen kacke. Nein! Oh Gott, das hat zum Glück geklappt. Dass er dann immer noch den hohen Pass ausgewählt hat. Dass er das nicht dann wieder zurückwählt. Man will doch nicht über 2 Felder einen hohen Pass machen. Das ist doch Quatsch. Okay, da werden wir gepresst. Ich würde fast sagen, wir können den Ball leider nicht halten. Aber jetzt könnten wir ihn vielleicht kriegen. Was hat der Kontrolle 14? Ist auch noch motiviert. Aber hier müsstest du, hier kannst du umsonst pressen. Verteidigung 14, Verteidigung 13. Der kann nicht umsonst pressen. Das heißt, du machst mal ein kostenloses Pressing und du hoffst jetzt mal sehr gut, den Ball zu holen. Jetzt fehlt uns wieder eine Aktion. Scheiße. Okay, ja. 0-0. Schade. Aber da sieht man, sobald die Gegner ein bisschen stärker sind als wir, habe ich riesige Probleme. Also, ich weiß ja nicht, das liegt wahrscheinlich an meiner Dummheit. Aber so ist es leider. So, Wimmers ist jetzt DM geworden, das ist sehr schön. So, er wird zum defensiven Mittelfeldspieler. Fängt Bälle innerhalb von 2 Feldern ab. 100% Verteidigung beim Abfangen von Pässen, die das Feld, auf dem er steht, kreuzen. Eine Stufe zum Abfangtalent kann sich... Sehr gut. Ja, du wirst bitte das. Sehr gut. Da haben wir eine Pässe, Genauigkeit und Kontrolle dazu gewonnen. Sehr gut, Wimmers. Hoffentlich Wimmers nicht so viel. 2.800 Euro, 4 Ruhm und 5 Fans. Sehr gut. Wir sind immer noch Zweiter. Alles klar.
Jetzt kommen die. Oh, stimmt. Jetzt kommen die Starken. Die direkt hinter uns sind. Da kommt auf jeden Fall der Steuer dann wieder rein. Du bleibst da im DM. Ist das ein Libero? Das ist leider ein Libero. Verteidigung 36. Verteidigung 53. Das heißt, hier der Schänzer hätte da ganz gute Chancen. Der Althusser ist ein bisschen kaputt. Ich überlege, dann komme ich, glaube ich, den Ried. Der hat auch mehr Fertigkeiten. Was trainiert der Wimmers eigentlich? Der Wimmers trainiert Abfang. Alles klar, dauert aber noch 8 Monate. Ja, gut, dann probieren wir das. Das wird, die sind jetzt sogar einen ganzen Stern stärker als wir. Das wird schwierig für jemanden wie mich. Na, schauen wir mal. Wir haben aber hier den Vorteil, ach schade, hat nicht abfangen können, dass wir hier mehr Platz haben. Wenn er jetzt nach außen geht, kommt der Fährenbacher dazwischen. Nein, er zieht ab, aber der Fährenbacher ist da. Kickt den Ball direkt zu ihm zurück und er wird jetzt kontrollieren. Nee, er zieht nochmal ab. Aber diesmal ist der Arau da, sehr gut. So, er ist jetzt motiviert. Das ist ein bisschen kacke, weil alle Passwege, na gut, nicht alle an ihm vorbeigehen. Der kommt aber nicht raus, ne? So, dann gehen wir mal ein Stück. Ich hoffe, das war kein großer Fehler. So, kannst du denn jetzt nicht einen langen Pass, genau? Ah, nein, und der klappt nicht. Scheiße. Jetzt läuft er natürlich da in die Lücke rein. Jetzt könnten wir... Er läuft da rein, scheiße. Das sieht ganz, ganz böse aus. Er hat jetzt aber nur noch eine Aktion. Kann der irgendwas? Der kann einen langen Ball. Und der wird abgefangen, sehr gut. Sehr, sehr gut, Niffenegger. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Knoblauch, von da einen langen Ball, da stünde der, glaube ich, nicht im Weg. Das ist das Problem. Von ihm einen langen Ball, da stünde er im Weg. Wir probieren's. Nein, das darf nicht wahr sein. Scheiße. Wir haben den Ball wiedergeholt, aber leider keine Aktion mehr. Und die stehen jetzt... Eieiei. Okay, er ist noch motiviert. Vielleicht haben wir Glück. Ja, wir haben Glück. Sehr gut. Wir haben echt Glück. Ja, beim zweiten Mal aber nicht mehr. Sehr gut. Mann, Niffenegger, du bist es. Super, wie du die Pässe hier abfängst. So, ist ja bei beiden, steht der da im Weg. Da nicht, der kann aber nur abfangen. Ich probiere es und es klappt nicht. Es darf nicht wahr sein. Jocken, kannst du den mal grätschen? Was ist denn los? Hier funktioniert keine Aktion mehr. Was ist denn los mit dem Ton gerade? Ist es nur bei mir oder ist es auch bei euch, dass es gerade so stockt? Ich hoffe, das ist nur bei mir auf den Kopfhörern gerade. Flackert das Bild? Guck mal gerade auf OBS. Sieht aus, hätte das Bild immer wieder kurze Aussetzer. Ja. Oder jetzt habe ich das Tor verpasst. Scheiße. Na gut, aber war ja zu erwarten. Nach dieser Folge gucke ich mal, ob hier irgendwelche Kabel lose sind oder so. Ist ja dieses komische Flackern da, aber will ja keiner. So, wenn du jetzt gehst, kommt der nicht. Das ist schon mal gut. Guck dich mal diese Werte an, ey. Ja, der Torwart ist gut. So, wenigstens mal noch einen Abschluss geschafft in der ersten Halbzeit. Aber ihr seht, ich habe echt Probleme, wenn die Mannschaften stärker sind als meine. Ich meine, das ist ja irgendwie normal. Ne? Jede Mannschaft, glaube ich, Probleme, wenn die Gegenspieler stärker sind als die... das gibt's nicht. Als die eigenen. Jetzt kommt ja nicht mehr da dran. Ah, ich kann ja nicht. Nee. Nein, hab ich... Mann, mein Kackmausrad. Ich wollte doch Zweikampf machen. Warum soll ich denn da Pressing machen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch völlig Unsinn. Oh, er wird abgefangen. Sehr gut. Sehr gut, Wimmers. Wenn du jetzt den Ball noch halten kannst, wahrscheinlich nicht. Nee, oh, doch. Okay. Das ist nur ein langer Pass, ne? Das ist kein Pass in den freien Raum oder so. Warte, dann gehen wir mal dahin. Da kann ich nur einen gelupften Pass. Oh, der kommt sogar an. Sehr gut.
So. Boah, 104, Alter. Aber egal! Das ist der Ausgleich! Was? Was? Krass. Okay. Oh, ich glaube, ich habe Telegram noch offen. Da hat mir gerade jemand geschrieben. Ihr habt gerade, also es war nicht euer Telegram, falls ihr die Telegram-App nutzt. Das war meine. Muss ich gleich mal nach der Folge ausmachen. Entschuldigung. Ich dachte eigentlich, ich hätte es ausgemacht. Oh Gott, zum Glück ist der Torwart noch da. Sehr gut. So, Monsieur Fehrenbacher. Den Ried und wir probieren es jetzt nochmal mit einem langen Pass. 6. Nein, das klappt nicht. Schade. Jetzt ist da wieder natürlich Platz frei. Da geht auch direkt der Mittelstürmer rein da, der Hertfeld. Und er geht dahin. Das heißt, sie positionieren sich wieder sehr gut. Wir müssen aufpassen. Er passt auf den Siedlmeier. Der Hengstenberg mit 74 Genauigkeit. Na, sehr gut. Er kann ihn sogar festhalten. Super gemacht, Schrot. Sehr, sehr gut. Könntest du es nochmal probieren? Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance, wenn jetzt der lange Ball durchkommt. Jetzt haben wir eigentlich nichts zu verlieren. Oh, er ist schwach, das ist gut. So. Dann können wir noch einmal den letzten Schuss aufs Tor abgeben. Der wird leider abgefangen. Naja. Aber 1:1 ist mehr, als ich erwartet und erhofft hatte. Von daher bin ich ganz zufrieden. Schrot hat auch ein Level-Up, das ist sehr schön. Spieler des Spiels war der Ried. Okay. Ried, Schätzer und Fehrenbacher. Arau kriegt ein Libero-Update. Das ist sehr... Na, noch nicht ganz. Ein Punkt fehlt, willst du mich verarschen. Naja gut. 8 Ruhm und 5 Fans, das ist sehr schön. Da das ein direkter Konkurrent war, hat sich auch nichts verändert. Wir sind hier, guckt euch das mit alle 2 Sternen. Die einen Sterne sind alle hier unten, nur wir sind oben mit unserem einen Stern. Das ist unfucking fassbar. So, ich mach's mal Telegram aus und wackel an den Kabeln. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Macht's gut. Tschüsschen.